Hey Dudes, hey Dudinen, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir spielen wieder mal den Pro, den Otaldo Pro. Und da war ein interessanter Kommentar. Become a Legend Otaldo Dude versus Be a Pro Otaldo Dude. Kampf der Diktatoren oder irgendwie sowas hieß es da. Und da habe ich mir überlegt, okay, vielleicht ist das mal ein interessantes Thema. Vielleicht aufzuschreiben, oh, Platz 2, geil. Oder zu erzählen, was ich besser finde. Werde zur Legende oder, ja, Be a Pro. Und im Moment, muss ich sagen, finde ich Be a Pro ansatzweise besser. Ich habe natürlich noch nicht so viel im Prinzip gespielt. Insgesamt, sozusagen. Boah, abseits, shit. Dass man jetzt irgendwie eine ganz große Sache daraus stellen könnte. Also, dass man das mega krass vergleichen kann. Aber ich finde zum Beispiel sehr, sehr schön, dass der Pro nicht... dass der nicht einfach so besser wird, sondern dass man Aufgaben erfüllen muss. Aufgaben erfüllen finde ich richtig, richtig cool als Leistung sozusagen. Er macht so und so viele Spiele, kriegt dafür Punkte. Es sollte vielleicht eine Kombination aus PES und Werde zur Legende geben. Das heißt, dadurch, dass der Pro oder halt unser Typ spielt, kriegt er und man eben sagt, ich möchte mich verbessern in den und den Kategorien, dann trainiert er das sozusagen. Also, dass er Trainingseinheiten machen kann. Oder dass man vielleicht auch Training, dass man vielleicht sogar Training hat zwischendurch. Also richtiges Training. Und man kann sich aussuchen, was man eben trainieren will. Und, also man könnte sich überlegen, sowas wie, ja, heute mache ich Lauftraining. Oder man stellt sich seinen eigenen Trainingsplan zusammen, wodurch man bestimmte Attribute pushen kann. Halt so wie das bei PES ist, bei Werte zur Legende, dass man sagt, ja, ich setze Fokus auf das, das und das. Und dadurch verbessere ich mich in den Bereichen eben stärker. Und dass man dann zusätzlich Aufgaben noch hat, die eben einen Bonuspunkte gewähren. Also wie hier zum Beispiel, mach 15 Tore und du kriegst einen Punkt in Schießen. Oder wie auch immer. Ne, also das könnt ihr euch vielleicht ja vorstellen. Das fände ich richtig, richtig geil. Das würde mich richtig gut anschocken. Und dass das Training nicht einfach nur eine Einstellung ist, so, ich mache jetzt das hier, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen Training macht. Dass man den Typen hier auch wirklich selber spielt im Training. Wie so ein Training halt aussehen könnte. Also, laufen oder was auch immer. Halt hier diese, ne? Ich weiß gar nicht, wie sich das so wirklich nennt. Wo man zum Beispiel so einen Hügel hoch und runter rennt oder Zirkeltraining, irgendwie sowas in der Richtung. Dass es sowas irgendwie vielleicht geben könnte, das würde mich richtig angeilen. Also, das klingt ein bisschen komisch, aber das fände ich richtig stark, wenn sowas drinne wäre. Halt nicht nur wie bei PES, dass man, oder Werde zur Legende, dass man einfach nur sagt, okay, ich setze meinen Fokus auf das. Oder hier eben nur scheinbar, also so habe ich das Gefühl, man verbessert sich nur durch die Erfolge. Sondern dass das schon so eine Kombination ist. Man trainiert, muss dafür kleine Mini-Aufgaben machen, wie es vielleicht auch bei UFC ist, glaube ich. Nennt sich das UFC? Dieses Fighting-Spiel. Da muss man doch auch Training zwischendurch machen. Da kann man... Oh, Mist. Da macht man halt Training zwischendurch, so ein Sparring. Und dann verbessert man sich dementsprechend. Okay, gut gerettet. Oh, faire Zweikämpfe, 40. Und da war es gerade. So, und dass sowas eben Bonuspunkte im Prinzip gibt, würde ich richtig gut finden. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen FIFA 14 und PES? Das ist echt eine gute Frage. Was kann ich da sagen? Was mir zwischen an den sonst noch weiter besser gefällt, an wem was sozusagen mir besser gefällt. Und, ja, ich glaube, FIFA ist da ein Ticken einfacher. Ich glaube doch, es ist ich bin mir halt nicht so sicher. Was mir bei PES zwischen nicht gefällt, dass man sich den Verein nicht wirklich am Anfang aussuchen kann. Nicht so richtig, also, man startet in einer bestimmten Liga
und hat jetzt nur seinen Vertrag. Man kann sich zwischen nicht aussuchen, ich möchte bei Bayern München starten. So, es geht zum Beispiel nicht. Das würde mir gefallen, wenn man das machen könnte. Das gefällt mir halt an sich noch nicht so. Oh, ich wollte schießen. Das sollte ein Schuss sein. Er hat ihn nur weggetackelt. Ganz knappe Kiste. Also das würde mich freuen, wenn man eben Auswahl hat, so wie hier. Was noch? Also das stört mich zum Beispiel bei Werde zur Legende. Puh. Ansonsten gibt es halt einfach nur insgesamt Verbesserungsvorschläge. Also ich denke, Beer Pro ist schon sehr, sehr gut. Das muss ich echt sagen. Ist schon sehr, sehr gut. Oh Mist. Ich habe jetzt kaum, ich habe nicht mal mehr 50% Energie und ich soll mich laut euren Vorschlägen auch mal auswechseln lassen. Vielleicht nicht so gut, wie es im Moment bei mir läuft. 6,4 in diesem Spiel. Oh nein! Oh, dieser Scheiß-Controller. Was war das denn? Ich habe ganz normal passen gedrückt. Das war ein ganz normaler Pass. Oh, Mann, Mann, Mann. Laufe ich an dem vorbei? Okay, cool bleiben. Mist. Ja, was könnte man noch gucken, was hier noch verbesserungswürdig wäre? Nationalmannschaft? Kann man hier national? International spielen? Also... ich weiß gar nicht, ob man bei Deutschland sozusagen in der deutschen Nationalmannschaft spielen kann. Bin ich mir gar nicht so sicher. Verdammt! Na gut. R1 war das, ne? Nee. L1 ist es. L1, damit laufe ich auf mein... auf die... vorgeschlagene Position. Okay, erste Halbzeit schon mal für einen Poschi. Dann werde ich mich mal auswechseln lassen, so in der 60. Minute. Nicht gut gewesen hier, ne? Am besten wäre es nochmal hier ein Tor zu schießen. Oh, 50%. Da sind wir schon runter. Also ein Tor wäre gut. Oh. Was findet ihr denn besser persönlich? Werde zur Legende oder Beer Pro? Nein, ey! Das würde mich ja mal interessieren, was ihr besser findet. Also im Moment sind die Aufrufzahlen ja gar nicht mal so schlecht bei Beer Pro. Und ich kenne sonst keinen so kleinen YouTuber wie uns, der auch Beer Pro macht. Ich kenne allgemein kaum jemanden, der wirklich Beer Pro macht. Und das finde ich... macht im Prinzip schon mal was her, ne? Dass wir hier so ein bisschen die Einzigen sind. Es gibt natürlich welche, die Beer Pro machen. Das ist wohl klar. Aber keiner, der das wirklich dauerhaft gemacht hat bisher. Ah. Nicht so gut. Oh, warum nimmst du den nicht an, du Affe? ...57, gleich muss ich eh raus. Es nützt nichts. Bin viel zu fertig. Scheiße! Ah,
Okay, gegen Bochum läuft es hier gerade mal richtig, richtig schlecht. Da, wo ich jetzt gerade mal ein Thema zum Reden habe, läuft es nicht. Oh. Wie ist es hier schon mal ein Schüsschen mal draufgehalten? So, hier noch die Ecke machen und dann muss ich wahrscheinlich auch... Oder ich muss eh schon raus. Noch nicht. Nein! So, jetzt ist hier die... Okay, machen wir das mal. Also, so soll das sein. Auswechseln lassen. Ah. Aber nicht, dass ich mir hier noch eine Zerrung hole. Ne, ich muss zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich warte hier. An der Grenze. Ne. Komm, jetzt wechsel doch mal hier. Wir müssen irgendwie mal raus. Mein Gott, ey. Wie schlecht ist hier das Spiel gerade? Ah, das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich aber wirklich raus. Okay, meine Güte, ey. Da lief jetzt überhaupt nichts, ne? Jetzt, wo ich über ein schönes Thema... machen wir mal die restliche Zeit als Team. Einmal eben. Kann ja mir nicht mal schaden, dass man das mal so macht. Dass wir die restliche Zeit mal sehen. So. Okay. Orlishausen. Alter, ja, da hat es gemacht. Komisch, dass es sofort abgebrochen wird. Ich habe nichts gedrückt. Jo, 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 da haben wir den Sieg geholt. Oh, schwacher Pass. Oh. Oh, komm, hier einmal an der Seite vorbei. Schade, echt. Hätte drinnen sein dürfen mal. Oh, jetzt aber aufgepasst. Oh, scheiße, da ist er durch. Langer Ball. Verdammt. Sukuta Pasu. Boah. Ja, heute haben die zwei Tore gemacht, die Bochumer. Und dann geht's 1-1 aus. Okay, aber cool ist, dass hier die Auswechslungen von alleine geschehen. Können wir noch was Besseres hier rausholen als das 1-1? Okay.
Der Schuss war ja nicht so Hammer, ne? Na gut. 2 Minuten werden jetzt hier nachgespielt. 1:1. Ich glaube, nächstes Mal lasse ich trotzdem simulieren. Oder? Ich weiß das gar nicht, was hier besser ist. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden würdet. Simulation oder eben ansehen. Oder eben hier die dritte Option, selbst spielen. Ja, damit ist das Spiel vorbei. 1:1. Ja, ist okay, ne? Ist da meine Chance. Ich hatte echt eine gute Chance. 6,9. Kein Tor geschossen. Naja, na gut. Schade. Kann er nachhalten, okay. Nationalmannschaft. Okay, für Bulgarien. Oh, hier ist aber jede Menge Zeit, ne? So, nächstes Spiel. Dresden gegen den KSC. Was sind jetzt hier die Ziele immer noch weiterhin? Wir sollten mal eine Vorlage machen, ne? Das muss ich irgendwie mal hinkriegen. Und ob wir das hinkriegen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hierfür lassen, für diese Folge. Und gerne auch auf die Fragen eingehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal gegen Dynamo Dresden. Macht's gut, bis dann, tschüss.